Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Trainer Challenge Schwarze Edition. So, auf dem Weg nach... Achso, andere Richtung, genau. Ich muss, glaube ich, oben lang. Glaube ich, zumindest. Vielleicht? Ich will glauben. Du bist Gift, ne? Glaub schon. Aber ja, brauche ich nicht. Dankeschön, tschüss. Oh, ein Zerschneider. Ich habe ja keinen Zerschneider-Sklaven dabei, oder? Was habe ich denn an Pokémon dabei? Folikon könnte das lernen, rein theoretisch. Oder wir nehmen einen VM-Sklaven mit. Wäre auch eine Idee. Müssen wir wohl machen, ansonsten habe ich keine Chance. Obwohl, wisst ihr was? Ist mir jetzt auch schon egal. Nein, wir wollen jetzt weiter und, muss ich mit einem Pokéball-Ding da hinten aus ablenken lassen. Ja, ja. Und tschüss. Was? Oh, wow. Gut, dann muss ich eben platt machen. Bitch. Oh klar, natürlich, ich bin 100 Level über ihm und kann trotzdem nicht sehr angreifen. Ist schon klar, ist, ja, selbstverständlich, was ist denn los, verdammte Scheiße? Es gibt doch nicht, das Spiel ist echt gegen mich. Mann, das kann einfach nicht wahr sein. Ohne Witz. Das war scheiße. Das gibt's doch nicht. Mann. Unfucking fassbar. Wir werden niemals zur nächsten Arena kommen. Wir werden für immer Letzte bleiben. Naja. Irgendwer muss ja Letzte sein, ne? Es muss immer einen Letzten geben. Jawohl. So, nächster Versuch. Jetzt denke ich oben links nach irgendwo hin. Oder ist da schon Wasser? Bin ich richtig hier? Ich habe keine Ahnung. Route 5. Achso, hier soll ich hin. Okay. Oh, oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, warte, wir beide haben vor den... Was? Wir haben beide den Voltorb. Mein Gott, heute ist es schon ein bisschen schwierig. Doch wer von uns ist stärker? Auch nee, jetzt gehen wir nicht auf den Sack. Ernsthaft? Wow, das ist so nervig. Nerv, nerv. Immer nur nerv, nerv, nerv. In der Hölle. Renn in der Hölle. Verdammt. Ach, Initiative brauche ich bei dem Vieh gar nicht erst ankommen. Es hat ja nur Attacken, die immer zuerst verschlagen. Ach so, ja, gut, auch das noch. Heute sind sie wieder richtig nervig. Nun denn. Ach ja, stimmt. Ich vergaß. Ja, ist okay. Ist okay. Bitch Slap, ganz einfach. Was ist denn davon? So, so. Kann ich ihn. Oh wow, der ist stark. Mit Armstoß weg. Ach so, immer noch. Ey. Kannst du deiner Mutter erzählen? Terribug regelt. Freunde. Terribug regelt. Na. Geh weg mit deinen Muscheln da.
nehmen wir denn? Ach komm, hier die Rückkehr, was soll's? Ist eh ein ganz normales Tierchen. Na? Sicher. Naja. Muschel und so. Ja, ja, ja. Danach kann man schon wieder ins Pokémon Center rennen. Ich krieg einen Anfall. Einen mittelschweren. Komm, hier knirschen wir den mal ein bisschen, aber ich glaube, das bringt. Ach, natürlich, aber zu. Manchmal fühle ich mich verarscht. Aber nur manchmal. Natürlich, ein Gegner. Klar, weil es so witzig ist. Muss ich mal wechseln, sonst schläft es ein. Tja, was soll's. Und krittet? Nein. Gut. Bitch Slap. Oh, wow. Ist ja. Wow. Rache. Jetzt erbahn. Richtig? Doch nicht. Gut. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Halt deinen Mund. Ich brauche 80. Kann die Limo das? Ja, kann sie. Okidoki. Ja, ja. Komm. Geh weg damit, kannst du hier deine. Ach, wir. Gut, dann so. Sollte reichen, vielleicht? Hier doch. Ach, das war. Locker. Wie viel hat er noch? 100? Nee, keinen mehr. Oder? Bodycheck. Nein. Ja. Schön. So. Okidoki, das haben wir geschafft. Jetzt sind wir schon wieder ins Pokémon Center, weil es so witzig ist. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Weil du kacke bist. Und warum ist es plötzlich Nacht geworden? Achso, weil bei mir 19 Uhr durch ist. Okay. Ihr beiden seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und so besser werdet. Los, gehen wir. Nein, ich muss zum Pokémon Center. Hallo. Was ist mit dir? Oh, Camilla. Es ist mir eine Freude. Ein Festival? Großartig, das Leben soll ja Spaß machen. Was ist das? Das ist Lauro, der Champion der Einalregion. Der Champ? Warum verbindet der Champ an einem Ort wie diesen seine Zeit? What the fuck? Was denkst du, was so ein Champ macht? Darum leben wie ein normaler Mensch auch. Muss ich in einem Käfig leben? du bist ja wirklich so streng, wie man sagt. Mein Junge. Tag, ich heiße Lauro. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern ich bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einal kennen, wie meine Westentasche. Okay, ich komme aus Aventinia und heiße Shirin. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, der neue Champ zu werden. Ja, klingt ganz gut. Sehr gut. Das Ziel seiner Reise zu kennen ist lohnenswert. Ich war... Du... Und was willst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein und das als Ziel der Zunge wohl genug? Verstehe mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, was ich verfolge. Bringt doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hallo, ich bin doch voll hier low! Hey, ihr zwei, kommt mal kurz her. Kann ich bitte vorher meine Pokémon heilen? Danke, alles klar. Ah, danke schön. Und los geht's. Ich, wurde nicht wirklich gefragt. Was soll das? Ja, was soll's. Terrybug? Aber... Achso, das sag ich mal Terrybug. Das wäre... gemein. Sausack.
Okay, dann muss ich wohl hier uns carryen anscheinend. Im linken. Das bringt doch gar nichts. Das bringt auch nichts. What the fuck? Normal-Pokémon war, glaube ich, Kampf... Ah, wow! Okay. Bitch Slap auf Indien. Ey, was soll das? Soll ich mitten in... Ich war noch nicht fertig. Eiskalt, ey. Ja, natürlich. Oh. Oh Gott! Was? Wow. Gut. Das heißt dann schon wieder eine Runde aussetzen. GG, Freunde. GG. Woo! Heute ist nicht mein Tag. Definitiv festgelegt. Heute ist nicht mein fucking Tag. Holy moly. Gut. Erstmal aus dem Weg räumen hier. Gut, wenn nicht. Was? Verfolgung? Was haben wir denn zur Auswahl? Nee, keine Verfolgung, danke. Ja. Gut. Schön erledigt. Gott sei Dank. Hoffentlich komme ich hier wieder raus, ey. Darf ich jetzt? Ne, wahrscheinlich erstmal die nächste halbe Stunde nicht mehr. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh Gott, was? Oh, ihr zwei habt zwar nicht gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, mein Junge. Es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit ihren Pokémon zusammen zu sein. Es gibt so viele verschiedene Antworten, die es Trainer gibt. Auch wenn unsere Definition eines Champs voneinander abweicht, ist das vollkommen in Ordnung. Gehen wir zur Maria-Zugbrücke. Ist es nicht mehr weit. Ich darf nicht. Hallo! Der Champ ist der Stärkste. Eine andere Antwort brauche ich nicht. Okay. Schön engstirnig. Ich möchte bitte gehen. Danke. Tschüss. Okay, ja. Wen kann ich eigentlich von meinen tollen Freunden dann wieder mitnehmen? Ach, das ist das Flumping Pong, ne? Flumping Pong darf man auch wieder mitspielen. Nice, gut, das heißt, naja, wenigstens etwas habe ich. Das heißt, übermorgen habe ich dann zwei Pokémon. Wieder mehr. Also wieder ein volles Team. Immerhin, was habe ich jetzt als erstes Pokémon? Da musst du herhalten. Den kann man mal anschalten hier. Weiter geht's mit dem Gelaber unserer tollen Freunde hier. Hier nicht was? Ah, hier ist noch ein hohes Gras. Ein Trainer und ein Pokéball. Gut, mach ich. Nehme ich. Was es hier wohl für Pokémon gibt? Schon die gleichen wie drüben, oder? Hm. Mal gucken. Somniam. Ich mag Somniam. Aber ich glaube, ich kann nicht viel anrichten, oder? Mal knirschen. Knirsch. Scheiße. Oh! Oh, wow! Oh, okay, gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe gar nichts gesagt. Gut. Das ging schneller als erwartet. Och, ernsthaft? Oh, hallo! Picochilla. Das ist auch recht putzig. Das würde ich sogar mitnehmen wollen, einfach um es zu haben. Hey, mal, oh Gott, ich werde es wegfetzen. Ich werde es wegfetzen. Bäm, sag ich doch.
Wenn ich es nicht gebrauchen kann, kommt ein Volltreffer. So ist es halt, aber naja. Superball, okay. Och nö. Ganz schön was los hier. Ach, was bist du denn? Was bist du denn für ein kleines putziges Tierchen? Schnüffler? Bist du ein Hund? Bist du ein Pinguin? Was bist du? Und was bist du? Hier sind Zertumara, hat nicht viel Stärke, glaube ich. Oder? Was sollst du darstellen, sag ich doch. Keine Ahnung. Donnerwelle hier, ein bisschen paralysieren. Kann ich es früher fangen. Okay. Träne. Das ist Unlicht. Okay. Itemsperre. Okay. Gut. Aber ich werde wohl noch einen Ball einsetzen, oder? Ich hoffe doch. Haben wir noch einen Heilball? Nö. Mist. Gut. Normaler Pokéball regelt. Ich meine, ich habe alle Register gezogen, was das Pokémon-Fangen angeht, ja. Super wenig HP und Status-Effekt. Sollte ja wohl locker passen. Ich will wissen, was es ist. Molimorba. Klingt wie Pflanze. Es ist Psycho. Verdammt. Was soll das sein? Ich weiß es nicht. Was soll es sein? Ich habe keine Ahnung. Kannst du es als Schneider lernen, zufällig? Obwohl, nee, ist jetzt auch egal. Ich will mit dir nicht reden. Ach, verdammt. Hier entlang. Okay. Zeit anzurufen, Urt. Ich bin's. Lass bitte die Zugbrücke herunter. Ich habe hier ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. What? Seht mal. Okay. Krasses Ding. Coole Brücke. Warum waren die hochgezogen? Wollen hier keine Menschen durch? Lebt da keiner? Anscheinend nicht. Okay, auf mich warten Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Der Rennleiter der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Boden-Pokémon war es, naja. Okay. Ich werde aber stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Okay, auch der Champ wird mir bald Gehör schenken. Gut, genau, Pokémon. Ich muss dem Folikon auf jeden Fall den EP-Teiler geben. Denn wir brauchen ein Pflanzen-Pokémon. Und ja. Nein. Item. Geben. Epitaler. Fertig. Schön. Weitermachen. So. Renne, 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 renne. Warum auch immer die zu war. Macht voll keinen Sinn. Für eine Person aufmachen. Okay. Esprit-Feder gefunden. Okay, gut. Whatever. Ich denke mal, es klang wie ein Flugattackenverstärkungsgerät. Item. Nein. Item. Item. Geben. Schenkt man einem Pokémon dieses Item, wird dessen Spezialverteidigung dauerhaft erhöht. Okay. Achso. Okay. Geniefeder? Okay. Prachtfeder. Flingfeder. Heilfeder, okay.
Noch eine Geniefeder? What the fuck ist das? Abwehrfeder? Kann man das ewig so weitermachen hier? Oder was ist da los? Sieht mir fast so aus, oder? Ach, das ist ein Pokémon. Lol. Ach, guck mal eine an. Eine Pokolente, die ist Wasser. Ja. Sieht aus wie so eine Bezähnte, ey. Hässliches Vieh. Okay, dann, ja, okay. Ja, das war eindeutig. Okay, ist was? Okay, der Rest ist nur noch Pokémons, oder was? Noch so eine hässliche Ente. Aber die gab jetzt nicht sehr viele XP, glaube ich, oder? Ich glaube nämlich nicht. Mal einmal kurz hier kaputt machen. Mhm. 104. Na, das ist nix. Ja, nichts ist das. Also fast gar nichts. Gut, dann eben nicht. Was haben wir jetzt trotzdem? Was haben wir denn als alles gekriegt? Also Abwehrfeder. Verteidigung, Basis KP. Es ist quasi. Okay, cool. Hauptsache, die haben gerade erst die Brücke runtergefahren, weißt du, und schon stürmen die Leute die Brücke. Mich verarschen? Oh Gott. Apropos verarschen. Wir machen Schluss für diese Folge. Wir sehen uns übermorgen wieder und bis dahin. Ciao, ciao.